Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich in dem Video heute was ganz anderes machen, weil mir so ein bisschen für die saubilligen Kameras das Material ausgegangen war. Ich wollte was anderes machen als Canon und Nikon nochmal. Also mir fehlte einfach eine andere spannende, saubillige Kamera. Ich hatte dann zwar hier so eine Minolta Dynax 4004 SI, eine schöne Kamera, auch saubillig, aber müssen wir ehrlich sein, so richtig sexy ist die nicht. Vielleicht, ich mache dazu mal, aber jetzt nicht in dieser, in dieser Reihe, weil dafür ist sie dann wirklich zu wenig aufregend. Also ich wollte was etwas Aufregenderes haben und da traf es sich dann sehr zufällig, aber gut, dass mir ein werter Zuschauer dieses Kanals, nämlich der Herr Ott, eine kleine Rollei-Mat, so eine Sucherkamera, einfachster Bauart, bei der auch das Lichtmeter, das Leitmeter, der Belichtungsmesser defekt ist, gerade in Reparatur. Die wollte er mir jedenfalls zuschicken. Und dann schrieb er mir, ich habe noch eine Dynax 5 mit in das Paket gepackt. Ja, diese Dynax 5, die ist heute hier angekommen. Und das war genau das, auf was ich gewartet habe. Das ist nämlich auch eine saubillige Kamera, die dennoch spannende Features mit an Bord hat. Und was die so kann, na, das gucken wir uns heute an. Zunächst mal möchte ich euch das Teil mal präsentieren. Das haben wir hier. Sieht das Ganze dann in voller Pracht und Schönheit aus. 355 Gramm wiegt das Gehäuse, also eher nix, extrem leicht. Und, aber eine noch größere Unverschämtheit ist dieses Objektiv. Das habe ich noch nicht auf die, muss ich gleich nochmal auf die Waage stellen. Das wiegt gefühlt gar nichts. Also man muss es festhalten, dass es nicht wegfliegt. Und ich wage zu bezweifeln, ob hier wirklich Glaslinsen drin ist. Aber darum soll es ja nicht gehen. Es war nämlich die Zeit, in der man anfing, Kameras nicht mehr mit vernünftigen 50 mm Festbrennweiten zu verkaufen, sondern König Kunde wollte mittelmäßige Zoom-Objektive, damit er ein bisschen mehr draufkriegen und was näher ranholen kann. Damit es dann trotzdem billig ist, wurden die dann in der einfachsten Kategorie gefertigt. Das typische Kit-Zoom, was wir auch heute noch kennen. Ja, nichtsdestotrotz, die Kamera ist relativ spannend. Die hieß hier in unseren Märkten Dynax 5. In den USA hieß sie Maxim 5 mit dem berühmten Doppel-X. Und in Japan, da waren die Namen ja noch etwas ausgefallener, da hieß sie Alpha Suite 2. Sei es drum, immer dieselbe Kamera. In Japan und in Amerika war das Ding, glaube ich, schwarz. Also hier ist sie silbern. Aber auch das tut letztendlich nichts zur Sache. Spiegelreflexkamera, ist klar, sieht man. Autofokus, auch das ist leicht zu erkennen. Und ansonsten relativ komplett ausgestattet. Baujahr ab 2001, also ein sehr, sehr spätes Modell. Ich würde sagen, die letzte Consumer-Reihe, die es bei Minolta gegeben hat. Demnach folgten dann eigentlich nur noch die Dynax 7, ich glaube die Dynax 9. Die sind aber weit ab von der Kategorie saubillig, also werden hier nicht stattfinden. Diese wird hier aber stattfinden, denn auch die kriegt man so roundabout 50 Euro, manchmal auch deutlich drunter. Ich habe gestern mal geguckt, also das günstigste Angebot war glaube ich 29, allerdings dann ohne Objektiv, aber auch mit Objektiv, also in diesem Kit. Zustand hier. So rund 50 Euro. Ja, was haben wir ansonsten an Bord? Wir haben immerhin 7 Autofokus-Messfelder. Wir haben ein Belichtungsmesser mit 14 Waben Matrix-Messung. Matrix-Messung darf das aber nicht heißen, weil das ist dann Nikon. Es darf hier Wabenfeldmessung heißen. Macht aber technisch im Prinzip dasselbe. Wir haben eine Spotmessung mit an Bord, wir haben Bracketing, wir haben Mehrfachbelichtung, wir haben Motor mit bis zu 3 Aufnahmen die Sekunde. Mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Ah, wenn ich so eine lange Belichtungszeit habe, dann wird das nichts mit 3 Aufnahmen.
Da müssen wir mal ein bisschen hochspulen. Und wo wir schon bei Hochspulen reden, bis zu einer 4000stel, auf der anderen Seite natürlich bis zur Sekunde 30 Sekunden und Bulb, auch da alles mit an Bord. Im Vergleich zu den beiden anderen spottbilligen Kameras, die ich hier vorgestellt habe, kann die autofokusmäßig dann schon wesentlich mehr. Ich habe gerade schon mal gesagt, 7 Autofokus-Messfelder, davon einen Kreuzsensor. Es ist hier aber das erste Mal in dieser Riege möglich, Continuous Autofokus zu machen. Ich kann also einen Verfolgungsautofokus machen. Und da man dann schon so viel Elektronik mit an Bord hatte, auch eine Möglichkeit, den Autofokus selber entscheiden zu lassen, ob er jetzt Continuous oder Single Spot macht. Ich glaube, der ist dann immer im Continuous-Modus. Es sei denn, es bewegt sich nichts, dann verfolgt er halt die Stelle. Dann ist es aber immer noch kein echter Single-Autofokus-Modus. Also AI-Autofokus-Modus ist mit an Bord. Nehmen wir das mal als gegeben hin. Was die Kamera dann darüber hinaus noch aus dem üblichen Einerlei heraushebt, sind 14 Custom-Funktionen. Die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber da sind so Sachen drin, relativ wichtig, den Film nicht ganz wieder in die Patrone spulen. Ich kann so ein paar Knöpfe hier hinten frei belegen, beziehungsweise, na, frei belegen nicht, aber ich kann deren Funktionsweise beeinflussen. Ich habe die Möglichkeit, verschiedene Auslösesperren, also wenn kein Film drin ist, kann man nicht auslösen, oder wenn, was geht noch nicht, wenn kein Film drin ist und wenn nicht scharf gestellt ist, kann man nicht auslösen. Ich kann entscheiden, ob ich den Film komplett zurückspulen will, automatisch, oder ob ich den Film zurückspulen will, nur wenn ich einen speziellen Knopf dafür drücke. Also das ist dann schon relativ frei konfigurierbar für eine Amateurkamera. Gut, das ist also tatsächlich alles an Bord. Was auch noch mit an Bord ist, ist eine Funktion, die sich iStart nennt. Damit macht die Kamera Folgendes. Sie hat hier an der Seite, das gucken wir uns gleich nochmal an, einen Sensor, und sie hat hier zwei Infrarotsensoren am Okular. Und damit erkennt die Kamera, wenn ich sie in die Hand nehme und ans Auge führe, und dann hat man jetzt schon gehört, dann wird automatisch der Autofokus schon mal abgefeuert. Das heißt, dann stellt die schon mal scharf. Mehr so vage auf den Kreuzsensor, was dann gerade im Bild ist. Aber meistens reicht das schon, weil man ja relativ genau schon in die Richtung guckt, wo man nachher fotografieren möchte. Wenn ich dann nochmal neu fokussieren möchte, dann passiert das bei halb gedrücktem Auslöser. Im Regelfall ist aber dann der Weg nur noch sehr kurz. Das heißt, die Kamera ist dann sehr schnell schutzbereit. Wenn ich die also einfach ans Auge nehme und los, dann ist sie schon so, dass sie feuern könnte. Diese ganze Funktionsvielfalt, die bringt natürlich auch so ein paar Stolperscheine für den geübten Fotografen mit. Zum einen, der mich wirklich extrem nervt, ist diese P-Taste. Gucken wir gleich noch im Detail drauf. Wenn ich da drauf drücke, dann schaltet die Kamera rigoros in den Programmmodus, vergisst auch alle anderen Einstellungen, die ich bis dahin gemacht habe. Also wenn ich dann in dem manuellen Modus zurück möchte, dann ist alles, was ich da eingestellt habe, also Belichtungskorrektur, der Drive-Mode, also Mehrfachauslösung oder Single-Auslösung, all das ist gestrichen, das merkt sie sich nicht, dann ist Programmmodus, und wenn ich dann in einen der manuellen Modi zurück möchte, dann kann ich da mit dem Einstellen wieder von vorne anfangen. Und was auch noch sehr krude ist, ist die Belegung des Multifunktionsrades. Das gucken wir uns gleich im Detail an. Da war nicht mehr vor lauter Funktionen nicht mehr genug Platz, P, A, S und M eigene Positionen auf dem Rad zu verpassen, sodass ich sie direkt anwählen kann. Nein, ich habe eine PASM-Funktion, wo ich dann nochmal in einem Untermenü quasi mich durch die einzelnen Einstellungen hangeln muss. Sehen wir gleich, wenn wir ins Detail gucken. Der größte Kracher aber bei Minolta war der fürchterliche proprietäre Blitzschuh. Kein normales Blitzgerät passt da mehr drauf. Dafür kann die Kamera aber mit den passenden Blitzgeräten Highspeed Sync. Auch das ist außerhalb dessen, was man so normalerweise für eine Amateurkamera mit an Bord hat. Also ihr seht schon, ohne dass wir jetzt dediziert jeden einzelnen Knopf uns angeguckt haben, was wir gleich noch machen, die Kamera hat einiges zu bieten,
Und was das alles ist, ja, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Wir fangen dazu auf der linken oberen Seite an. Nein, bevor wir das machen, weise ich noch auf eine weitere drollige Eigenheit hin. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, die Schlaufen für den Tragegurt nicht hier an der Seite, sondern hier hinten anzubringen, sodass die immer ein bisschen dazu neigt, übers Display zu rutschen. Aber dafür liegt sie dann hier schön in der zwischen Daumen und Zeigefinger. Also ich habe da jetzt keinen besonderen Vorteil drin gesehen. Ich finde das eher störend. Aber das kann am Ende jeder so sehen, wie er das sehen möchte. Jetzt aber zur linken Schulter. Ja, da haben wir hier das Haupteinstellrad. Und auf dem Haupteinstellrad sehen wir verschiedene Funktionen. Wie gerade schon gesagt, passen ist eine einzelne Funktion und wenn ich jetzt einen anderen Modus anwählen möchte, dann muss ich immer die Funktionstaste drücken und dann mit dem Haupteinstellrad hier vorne mich durch die einzelnen Möglichkeiten durchklicken und das sehe ich dann hier im Display. Wir haben dann eine eigene Position für die rote Augenkorrektur. Und die kabellose Blitzfunktion, die Kamera ist nämlich in der Lage, mit diesem Blitz digital kodierte Signale zu senden und Fernblitze auszulösen. Das macht sie mit Minolta Systemblitzen. Eine PC-Sync-Buchse ist nicht an Bord, wie wir nachher noch sehen werden. Von so her ist das kabellose Blitzen da die einzige sinnvolle Option. Auch die Autofokus-Einstellungen haben einen eigenen Menüpunkt. Wenn ich hier jetzt wieder auf die Funktionstaste drücke, kann ich wählen zwischen dem AI-AF, dem Continuous-AF und dem Single-AF. Wenn ich den jetzt hier auf Single-AF stelle und bin in der, Verschlussvorwahl und ich drücke jetzt auf die P-Taste, et voilà, dann habe ich hier wieder schön den AI-Autofokus eingeschaltet und würde ich jetzt, nachdem ich auf Passen gegangen bin und die Funktionstaste gedrückt habe, wieder auf Shutter-Priorität gehen, dann bin ich leider immer noch im AI-Autofokus-Modus. Das heißt, ich muss jetzt noch auf das Autofokus-Menü-Pünktchen gehen, muss wieder die Funktionstaste drücken und kann jetzt wieder in meinen Single-Autofokus-Modus gehen. Das ist ein bisschen nervig. Der nächste Menüpunkt ist der ISO-Funktion reserviert, obwohl die Kamera DX-kodierte Filme liest, kann ich hier nochmal separat den ISO-Wert einstellen und das geht von 6 bis hinauf zu vollen 6400. Da habe ich also alle Möglichkeiten, mich da filmtechnisch mit dem ISO-Wert auszutoben. Der nächste Menüpunkt sind die Custom-Funktionen. Die gehe ich jetzt nicht alle in der Tiefe durch. Hier kann ich dann mit dem Rad mir die 14 Custom-Funktionen anzeigen lassen und hier unten steht dann immer, wie die gerade eingestellt sind. iStart ist der nächste Punkt, für den man einen kompletten Menüpunkt hier auf dem Hauptwahlrad ausgewählt hat, den man also zur Verfügung gestellt hat. Das ist ja wichtiger als Passen. Und auch hier muss ich dann die Funktionstaste drücken und dann kann ich wählen zwischen On und Off und das sorgt eben dafür, dass diese Sensoren hier eingeschaltet sind und der Autofokus quasi schon ausgelöst wird, wenn ich die Kamera ins Auge nehme. Genauso verschwenderisch die nächste Position, auch für das Piepsignal ist ein einzelner Menüpunkt vorgesehen, da kann ich zwischen On und Off wählen. Ja, das letzte ist dann die Möglichkeit der Bracketing und Mehrfachbelichtung. Bracketing ist hier erstmal off oder ich kann Bracketing wählen mit 0,3, mit 0,5 und 0,7 Blendenstufen, mit einer vollen Blendenstufe oder ich kann hier die Mehrfachbelichtung auswählen. Machen wir das wieder aus. Ja, und dann sind wir wieder zurück bei Passen. Über den Blitzschuh habe ich gerade schon gesprochen. Ein kleiner interner Blitz ist auch noch mit an Bord. Da gibt es hier an der Seite eine Taste. Wenn ich die drücke, poppt der Blitz auf. Dann kann ich den also als Aufhellblitz benutzen. Steuerfunktionen habe ich ja in der Kamera. Auf der rechten Seite haben wir dann eine Menge Funktionsmöglichkeiten. Wir haben einmal die ominöse grüne B-Taste, auf die man besser nicht drücken sollte. Dann haben wir hier das Haupteinstellrad, mit dem ich im Regelfall die Zeit verändere.
sollte ich mich im manuellen Modus befinden und hier auf der anderen Seite die AV-Korrekturtaste drücken, dann kann ich damit auch die Blende verstellen. Befinde ich mich in einem anderen Modus, zum Beispiel in der Blendenpriorität, dann kann ich damit mein Plus, Minus, drei Blendenstufen Belichtungskorrekturwert einstellen. Auch das wird mir hier im Display dann mit einem Plus oder einem Minus dauerhaft angezeigt, dass ich also hier eine Korrektur angewählt habe. Oberhalb des Displays befindet sich dann der wunderbar verchromte Auslöser. Übliche Funktion, halb durchgedrückt, Autofokus und dann ganz durchgedrückt auslösen. Ich habe hier noch zwei weitere Tasten. Einmal für die Motivprogramme. Die werden mir dann hier angezeigt. Die kann ich einzeln durchsteppen. Da gibt es einen Porträtmodus, da gibt es einen Landschaftsmodus, da gibt es einen Makromodus. Das steuert im Prinzip immer nur das Verhältnis zwischen der Blende und der Belichtungszeit. Im Landschaftsmodus halt möglichst viel Tiefenschärfe, im Porträtmodus möglichst wenig Tiefenschärfe, im Sportmodus möglichst kurze Belichtungszeit etc. pp. Kennt man. Die letzte Taste auf der Oberseite ist dann die Drive-Taste im Prinzip. Hier kann ich also einschalten, ob ich den Selbstauslöser mit Vorlauf nutzen möchte. Dann piepst und blinkt die Kamera und macht dann nach 10 Sekunden irgendwann ihr Bild. Und der letzte Modus ist dann der Serienbildmodus. Im Minolta-Deutsch, also in der Bedienungsanleitung, heißt das Dauerlaufmodus. Muss ich euch mal einen Screenshot reinkopieren, fand ich ganz drollig. Den Dauerlaufmodus habe ich noch bei keiner anderen Kamera gesehen. Ja, und dann macht die Kamera eben die vorher schon beschriebenen drei Bilder pro Sekunde. Wenn ich hier nicht bei einer Sekunde Belichtungszeit wäre, bei dem Licht hier, na, das kriegen wir aber hin. So, Autofokus hier. Und dann ist sie eigentlich recht flott. Auf der Oberseite war es das. Gehen wir auf die Rückseite. Wir haben hier einen Ein- und Ausschalter. Und wir haben zwei weitere Funktionstasten, deren Funktion ich in den Custom-Menüs belegen kann. Die eine davon ist die AF-Taste. Damit kann ich im regulären Modus umschalten zwischen der gesamten AF-Feldfläche oder dem mittleren Kreuzsensor. Solange ich diesen Punkt-Knopf drücke, wird nur der mittlere Punkt zum Fokussieren benutzt. Das gleiche gibt es dann hier nochmal für die Belichtungsmessung. Entweder es wird integral gemessen oder beziehungsweise multimatrixmäßig. Oder wenn ich hier drauf drücke, wird nur das mittlere Spot-Messfeld Belichtungsmessung herangezogen. Da ist es dann auch so, dass die Kamera mir tatsächlich im Display anzeigt, wie viele Stufen zwischen dem integral gemessenen Wert und dem jeweiligen Spotwert vorliegen. Das heißt, ich kann so ein bisschen rudimentär zonensystemmäßig mich vom dunkelsten zum hellsten Punkt durchtesten und sehe, wie viele Blendenstufen Dynamikumfang hat denn mein Motiv gerade. Das ist ein ganz nettes Feature, wenn man das einzusetzen weiß. Des Weiteren gibt es hier unten noch die Rückspultaste und eine Filmtürtaste. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich sehr gewundert, weil ich gedacht habe, na komm bitte, also das ist ja so leicht, die mal zu drücken und dann ruiniere ich mir den Film. Aber Minolta hat da mitgedacht und hat nicht nur eine relativ sinnfreie Taste gemacht, weil mit dem Entriegeln an der Seite, das funktioniert ja bei allen anderen Kameras gut. Aber gut, lassen wir das mal machen, was Neues. Wenn ich eine Filmpatrone einlege und der Film nicht zurückgespult ist, beziehungsweise wenn der Film eingelegt ist und auf der Aufnahmeseite ist, dann erscheint hier unten ein rotes Feld und dann ist diese Taste blockiert. Ich kann also dann die Filmtür nicht aufmachen. Das kann ein Vorteil sein, weil es nicht versehentlich passieren kann. Das kann aber auch ein riesen Nachteil sein, denn wenn ich dann mal einen Defekt an der Kamera habe oder die Batterie leer ist und ich den Film noch rausholen möchte, kriege ich die Tür nicht auf. Ob das jetzt ein Fortschritt ist, möchte ich mal bezweifeln. Es ist aber zumindest eine interessante Lösung. So, damit kommen wir auf die Vorderseite. Da gibt es, das Einstellrad haben wir von oben schon gesehen, die LED für die Selbstauslöser-Blinkerei.
Und hier unten gibt es eine schärfentiefe Vorschau-Taste. Damit wird die Blende geschlossen. Auf der anderen Seite gibt es den Auslöser für das Objektivbajonett. Da kann ich so abnehmen und kann es wieder montieren. Ich habe hier einen Umschalter zwischen Autofokus und manuellem Fokus. Und ich habe hier drüben die Blitzbereitschaftstaste, über die haben wir schon gesprochen, und die AV-Korrekturtaste, die gleichzeitig auch meine Blendenwerttaste ist. Auf der Unterseite gibt es nicht viel zu sehen. Ein Batteriefach, 2x CR2, kommt hier als Stromversorgung rein, Stativgewinde und das war es schon. Bleibt also die Frage, wie fotografiert es sich mit der Kamera in der Praxis? Also, ich habe die jetzt noch nicht lange. Ich kann nicht wirklich viel dazu sagen. Ich habe mich aber in Vorbereitung dieses Videos heute den ganzen Tag mit dem Ding relativ intensiv beschäftigt. Und ich muss sagen, es gibt Features, die mir wirklich gut gefallen. Also, ich mag durchaus diese Eilstartfunktion. Ich finde, das ist schon echt flott, wenn die Kamera dann eingeschaltet wäre. Und in Bereitschaft ist dann, das verkürzt schon die Zeit, die der Autofokus braucht. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich komme mit dieser Blenden-Zeiteinstellung mit der AV-Taste nicht so wirklich gut zurecht. Ein zweites Einstellrad wäre da mit Sicherheit Gold gewesen. Den vorhin schon besprochenen komischen PASM-Modus, ich finde, darüber brauchen wir nicht reden, dass man sollte nicht an der Kamera einen kompletten Menüpunkt für Piepsen und für Eistart und solchen Firlefanz verschwenden, wenn ich schon Custom-Funktionen habe. Das hätte man genauso gut in den Custom-Funktionen unterbringen können. Piepsen an, aus. Wäre da genauso sinnvoll untergebracht gewesen. Und dann muss ich nicht auf meinem Einstellrad auf solche wichtigen Funktionen verzichten. Also das hätte man besser machen können. Finde ich ein bisschen unglücklich gelöst. Ansonsten ist die Bedienung immer mit der zusätzlichen Funktionstaste ein bisschen umständlich. Aber es sind auch viele Funktionen in der Kamera. Also es ist im Prinzip hier schon so in Richtung dieses Menüsystems zumindest gedacht. Ich wähle also eine Funktion an, eine Menüseite und kann mich dann mit dem Function-Button im Prinzip in dieses Menü hineinbegeben. Die Grundfunktionen lassen sich ganz gut bedienen. Die Features sind teilweise sehr nett. Die Objektive sind schweinegünstig. Was will man von einer saubilligen Kamera mehr erwarten? Und wer gerne im Minolta-System unterwegs ist, also mit dem A-Mount arbeiten möchte, der hat hier eine wirklich tolle Option. Leicht, kompakt, featuregeladen, das ist schon mal nicht schlecht. Ob man die Features dann in der Art und Weise nutzt, muss man selber entscheiden. Also HSS-Blitzen, wenn man es braucht, ist mit Sicherheit eine tolle Option. Bis zu 4000stel rauf. Da kann ich also schon einigen Unfug mit treiben. Die Blitzgeräte unterstützen das dann. Die Limitierung hier auf den proprietären Blitzschuh, das ist natürlich eine Kröte, die man dann schlucken muss. Komfortfunktionen wie Bracketing, Mehrfachbelichtung direkt an Bord zu haben, ohne Abstriche, das finde ich mit Sicherheit gut. Und von so her ist das für 50 Euro durchaus eine sehr empfehlenswerte Kamera. Arbeiten kann man damit auf jeden Fall toll. Und wir gucken jetzt auch nochmal eben durch den Sucher. Sobald ich den ans Auge nehme, schaltet sich unten das Display ein. Ich habe hier die Anzeige für meine Autofokuspunkte. Die Autofokuspunkte werden auch im Display, ich hoffe, dass man das im Video sieht, tatsächlich auch rot hinterleuchtet, je nachdem, welches Autofokusfeld er sich gerade aussucht. Muss man so ein bisschen durch die Gegend schwenken, dann sieht man natürlich den Kreuzsensor am deutlichsten. Die Striche sind ein bisschen weniger hinterleuchtet. Wenn fokussiert ist, dann wird auch nochmal der Punkt unten im Display angezeigt, dafür, dass der Fokus erreicht ist und es piepst, wenn man das so eingestellt hat. Wenn ich den Spot
Fokus drücke, dann kriege ich auch das nochmal als separates Zeichen angezeigt. Genauso, wenn ich die Spot-Mess-Taste drücke, auch dann gibt es dafür wieder ein eigenes Symbol. Ich sehe die Belichtungszeit, ich sehe die Blende. Das funktioniert hervorragend. Ich sehe eine schöne, große, übersichtliche Lichtwaage. Und damit habe ich eigentlich alles im Blick, was ich im Blick haben möchte. Toll finde ich, das bin ich von meinen Kameras heute so gewohnt, die Anzeige des gewählten Autofokusfeldes mit dieser roten Hinterleuchtung. Das haben die anderen Kameras, die ich vorgestellt hatte, nicht. Von so her ist die Minolta Dynax 5 von den dreien, die wir jetzt hatten, die best ausgestattetste Kamera, aber vielleicht nicht die mit dem allergenialsten Bedienkonzept. Spaß kann man damit trotzdem haben. Und ihr ahnt es schon, damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich lege euch dieses 50-Euro-Schnäppchen mal ans Herz. Vielleicht machen wir mal so einen kleinen Wettbewerb unten in den Kommentaren. Ihr schreibt mal, wie viel ihr, wenn ihr euch die kauft, bezahlt habt. Und wir gucken mal, wer der billigste Schnapper ist, der sich so eine Dynax 5 angelt. Und dann schreibt da mal eure Erfahrungen da unten hin. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Im nächsten Video mache ich dann das, was ich eigentlich heute machen wollte. Verrate ich aber noch nichts zu. Habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann nehmt euch doch mal die 2 Sekunden Zeit und drückt da unten auf den Abonnieren-Button, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die Glocke daneben, die könnt ihr auch aktivieren und dann werdet ihr immer informiert, wenn es hier ein neues Video auf dem Kanal gibt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video, wenn ihr abonniert habt und die Glocke gedrückt habt. Und bis dahin sage ich dann Tschüss!